damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Grusel. Lange Zeit habe ich es angekündigt vor meiner Kur. Ja, Slender, The Arrival, es ist endlich fertig. Damals das kleine Video, was ich gedreht habe, so hier, so als Ankündigung. Das war ja noch die Beta von Slender, The Arrival. Und das ist jetzt die Vollversion. Und meine Fresse, die Grafik, die kann sich sehen lassen. Das ist die Unity Engine, wie auch schon Slender 1 draus gemacht wurde. Und auch Anna. Und einfach bombig der Anblick. Einfach nur bombig. So, wir sind hier. Unser Fahrzeug scheint hier gegen einen Baum geknallt zu sein. Lustigerweise kann ich nicht das Gelände verlassen. Also ich frage mich echt, wie ich da reingekommen bin. Springen geht ja sowieso nicht. Aber ich glaube, das tut auch nicht zur Sache. Wir sollen ja nicht entkommen. Ey, es ist ein Volvo. Okay. So, Volvos sind die sichersten Autos. Sieht man ja, keine Beule und sonst irgendetwas. Aber ja, wir stecken nun mal eben fest. So, wir laufen mit einer Kamera herum. Auch jetzt ziemlich neu, was ziemlich stark angelehnt ist an die Marble Hornets. Irgendwie habe ich das Gefühl. Einige von euch werden es bestimmt mit Sicherheit schon kennen. Oh ja. Blue Eisel Studios proudly present. Und da hinten ist ein Leuchtturm. Okay. Vielleicht müssen wir ja dahin. Aber ein schöner Tag ist es und eine schöne Gegend. In association with Parsec Productions. Genau. Die Erfinder von Slender. So, was haben wir hier? Strommasten, ziemlich viele. Alex Tinter, Brandon Frank. Wer auch immer die sind, keine Ahnung. Akku ist voll. Hey! Mauern. Mark Hadley, Garrett Marks. Mark Hadley, das sagt mir schon was. Das ist ja der Erfinder vom Original-Slender-Spiel. Gemäuer. Gemäuer. Kenneth Ma, Thomas Nguyen, Michael Kuss. Oder Michael Kuss. Was ist denn das für ein Gemäuer? Kein Durchgang hier irgendwie. Ziemlich großes Gemäuer. Na gut. Laufen wir mal weiter hier. Tum-di-dum-di-dum. Ach ja. So. Slendy wird uns bei Tag nicht begegnen, hoffe ich. Ich weiß auch jetzt gar nicht hier. Also das ist der Singleplayer-Modus. Von der Beta habe ich jetzt kein Let's Play, nur so dieses kleine Ankündigungsvideo gemacht. Hey, noch ein Auto. Und der ist ziemlich viel weitergekommen als ich hier mit meinem. Schick, schick. Aber auch hier ist. Oder ist da was zu finden? Nee. Ich kann so jetzt nichts erkennen. Ich kann auch nicht erkennen, was das für eine Marke ist. Bin ich jetzt blöd? Ich habe doch gerade Schritte gehört. Naja, aber die Beta, das ist eigentlich nur so ein Remake gewesen aus Slender the Eight Pages. Und naja, musste ich nicht unbedingt als Let's Grusel machen. Weil, habe ich mir gedacht... Ich höre die ganze Zeit Schritte, aber ich sehe nichts. Ich meine, Slender könnte sich gut zwischen dem Gestrüpp verstecken. Okay, da ist er nicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und noch eine Mauer. Also ich denke, wir müssen ganz gezielt diesen Weg hier entlang laufen. Und dann bin ich mal gespannt, was wir hier noch alles treffen oder was wir noch finden. Ich... könnte es mir auch einbilden, aber ich habe den Eindruck, es ist dunkler geworden jetzt auf jeden Fall. Und es wird immer... Hey, da hinten ist ein Haus zu sehen. Es wird immer dunkler, habe ich das Gefühl. Wird es wieder heller, wenn ich nach hinten laufe? Das würde mich jetzt mal reizen, herauszufinden. Offensichtlich nein. Wird nicht heller. Ja gut, dann gehen wir mal... Ah, schön! Wir haben sogar einen Schatten. Sehr schön, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir. Solange sich noch nicht noch ein anderer Schatten hinter uns auftut. Irgendwie. Und es wird tatsächlich dunkler, je näher ich an dieses Haus hier komme. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, genau, das war einfach nur ein Remake, also so die Beta... von The Eight Pages und 8 Seiten sammeln. Nimmt's mir nicht krumm, Leute. Also, ich habe jetzt schon so viele Slender Games gespielt. Verschiedene Versionen, verschiedene Maps.
Meine Fresse, wird's hier schnell Nacht. Ich kann hier schon gar nichts mehr erkennen. Eine Garage. Und da Haustür. Gucken wir doch mal, ist in die Garage rein. Die steht so einladend offen. Bei der ich aber rein gar nichts jetzt erkennen kann. Hier ist noch eine Tür. Left click and hold and drag doors open closed. Ah, okay. Die Tür ist verschlossen. Das Auto kann ich beim besten Willen nicht erkennen, was es sein soll. Soll man vielleicht durch die Haustür gehen? Gott, ist es hier dunkel geworden. Die Tür steht ja schon offen. Ah ja, okay. Ich will mal nicht so sein. Ich mach die Tür zu wieder. So, was haben wir hier? Ein Rucksack liegt hier. Sehr schön. Ziemlich viel Zeug liegt hier. Und da ist ein Umschlag mit einer 1. Gucken wir mal gleich mal rein hier. Hey Kate, it's been a while since we... was? Last spoken, hasn't it? Also, hey Kate, es ist schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Ist es nicht so? Ich hoffe, du hast mich nicht vergessen. I know writing a letter is a little old-fashioned. Ich weiß, dass ein Brief schreiben ist etwas altmodisch. Aber manchmal... But sometimes I like just sit down and write something out. Aber manchmal setze ich mich gerne hin und schreibe etwas auf. Weißt du? I can't remember what I was doing at the time, but a stuff we used to do... ich kann mich nicht erinnern, was ich zu dem Zeitpunkt mache, aber da ich... But all the stuff we used to do when we were kids just came rushing back. Aber alles, was wir getan haben, als wir Kinder waren, ist gerade auf mich zurückgekommen. Rushing me back to a sudden of the other day. Remember when I sneak overnight and we could both go out on our adventures? Ghost hunting, we called it. Aha, also erinnerst du dich noch, als wir rausgegangen sind und überhaupt so und unsere Abenteuer leben könnte? Geisterjagd haben wir es genannt. We'd shine the flashlights through trees and jump at every insignificant noise. Wir haben unsere Taschenlampe in die Bäume gehalten und sprangen auf bei jedem komischen Geräusch. Our imaginations were always working overdrive. I wish I could rewind back then. Unsere Fantasie haben immer hat ein bisschen übertrieben, aber ich wünschte mir, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Seems like everything after that time just hasn't been good for both of us. Und da ist irgendwas durchgestrichen, dass ich im Moment versuche mal, how long was it been again? Oh. A couple of years, wasn't it? She was always kind. Ach, keine Ahnung, kann ich nicht wirklich da entziffern. Sorry, ignore all of that. Tut mir leid, ignoriere das mal. I started rambling too much. Anyway, please let me hear from you soon. I know things have been less than normal for you. Lately I just wanted to check in CR. Also ignoriere all das hier, was ich hier geschrieben habe. Ich war, ja, irgendwie... So war es halt. Ein Brief mit der 1. Alles klar. So, recht dunkel hier in der Ecke. Gucken wir mal weitere Räume, ob wir hier irgendwas finden. Da liegt was. Es leuchtet auf. The phone appears to be dead. Ach, das ist ein Telefon. Was ist das? Thank you. I can't thank you enough for coming all out of this way to help me. It's been pretty rough trying to sell this old place. I wish I had turned to you sooner. You have no idea what now. Happy I'll be once in this once behind me. I love you always, Kate. Also irgendwie, die Kate war nicht so glücklich mit ihrem Haus hier. Ich nehme mal davon an, dass das hier Kate ist. Okay. Schöne Bilder ansonsten auch so. Gehen wir mal in den nächsten Raum. Was haben wir hier? Zigarren, mit denen ich nichts anfangen kann. Ein Schachbrett. Und ein Klavier. So, habe ich mich auch hier genügend umgeschaut. Millie, du kannst kurz sicher gehen. Ich vermisse irgendwie eine Taschenlampe. Okay, nee, hier ist nichts mehr. Ich hoffe nicht, dass der Brief jetzt hier irgendwie symbolisiert hat, erster Zettel oder sowas. Aber da war ja auch irgendwie jetzt hier keine Meldung drüber. Noch ein Raum. Ah, sieht leicht verbuggt aus. Noch ein Telefon. Auch tot.
Und das ist doch etwas Erfreuliches. So, was habe ich hier vermisst? Noch eine. Ach, die geht auf, die geht auf, die geht auf. Na, wirst du wohl aufgehen? Ach, hier geht's nach draußen. Nee, da will ich noch nicht hin. Da will ich noch nicht hin. Noch nicht nach draußen in den Wald. Erstmal hier umschauen. Was haben wir hier denn alles so? So, hier ist noch etwas. Mal gucken, was ist das denn? Honoring the Life of Beth Hayes, October Graceful Cemetery. Ach, diese gute Frau hier ist verstorben. Tja, selig seien die Toten. Was ist das? Das leuchtet auch. Flashlight, Leiter, Batteries, Kerosin, Extra Tapes, Lock the House. The fuck? Item added to the Scrapbook. Scrapbook habe ich hier gesehen mal. Also, erster Brief haben wir. Dann haben wir das da. Und das da. Was ist das? Oh! Es ist noch gespeichert hier, okay. Das habe ich. Ah ja, das habe ich in der Beta eingesammelt. Okay, das habe ich in der Beta eingesammelt, habe ich dort gefunden. Nun gut. Okay, Scrapbook, also wenn wir das ganze Zeug nochmal angucken wollen. Was ist da? Ist hier irgendwas? Also es gibt jede Menge zu entdecken in diesem Haus, so wie es aussieht. Ja, okay, ich gehe erstmal da weiter. Obwohl, wohin führt der Weg mich lang? So, hier kann man einen schönen Blick nach draußen werfen. Dunkel ist es bereits. Oh. Slendy lässt auch schon grüßen. Ach, dann sind wir jetzt hier wieder an der Treppe. Gerade mal gucken, ob hier hinten noch irgendwie was ist. Nee. Ist es nicht. Und, habe ich nicht die Tür hier zugemacht? Eigentlich schon. Bitte bleib auch so. Tür. Ich meine, ein Slenderman braucht doch eigentlich keine Tür, ne? Falls er überhaupt hier schon auftaucht. Ich weiß es nicht. Ah, noch mehr Türen. Das muss wohl die Tür zur Garage sein. Und hier ist auch noch was. Gucken wir uns da. Ah, Bad. So, was haben wir sonst noch hier? Habe ich nicht übrigens hier was gesehen? Current Goal. Ah, das gerade erst. Search for Clues as to Kate's Disappearance. Okay, wir sollen Hinweise finden, warum Kate verschwunden ist. Und hier ist ein Brief mit der 2. So. Was haben wir denn hier? Good to hear from. Irgendwie so. Thanks for calling last night. Also danke, dass du dich dass du letzte Nacht angerufen hast. It probably sounds dumb, but it was good to hear your voice again. Es hört sich vielleicht blöd an, aber es hat gut, deine Stimme wieder zu hören. Good to hear that Lauren's been doing really well too. But yeah, how about what we all said? I'm not sure what to think of it yet. What the odds of people having the exact same hallucination? Also zwei Leute haben irgendwie anscheinend dieselbe Halluzination gehabt. Could it really be, können, keine Ahnung, was das jetzt heißt. I have to go my doctor today for some routine stuff. So I'm going to try casually bring up and see what he says about it. I'll let you know how it goes. CR. Aha, okay. Ja, added Adam to the scrapbook. So. Dann haben wir hier ein Bad. Kann man hier Schalter umlegen? Nee, kann man nicht. Aber ansonsten ist hier auch irgendwie nichts. Die Spiegel spiegeln nicht. Tja. Fällt mir nur noch der Weg ein. Doch wieder ins Treppenhaus. Und das war hier. Ich hoffe, dass die verdammte Tür immer noch zu ist. Ja, sie ist es. Gut, dann gehen wir mal hoch. Rechts, links. Ich fange ja mal links an. Wenn wir hier keine Hinweise mehr finden, müssen wir wohl rüber. Kann ich eigentlich. Oh, gut. Ich kann hier nicht speichern. Okay, das ist ziemlich geil. Finde ich ein bisschen düf. Aber nun gut. Wenn man nicht dann kann, dann muss ich wohl eine Möglichkeit finden zu speichern. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht wirklich Ahnung, was eigentlich jetzt hier. Das ist ja ein viel schöneres Bad als da unten. War das da unten überhaupt ein Badezimmer?
Pflänzchen. Orchidee, wenn ich mich nicht irre. So, also zwei Hinweise über das Verbleiben von Kate oder so. Was? 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 Wo? Wie? Was? Er ist hier. Er ist hier irgendwo. Aber ich habe ihn nicht gesehen jetzt. Türen. Massig Türen. Gehen wir mal erstmal in die rein, wo offen sind. Also noch ein Bad. Gehen wir weiter auf Tür. Und immer wieder Schritte zu hören irgendwoher. Aber Slenderman macht doch keine Schritte, oder? Will ich doch hoffen. Oder angeblich, laut einem alten Trailer, gibt's aber auch noch andere Gestalten außer Slendy. Moment mal kurz, hier sind noch... Gehen wir mal da rein. Bügelzimmer, so wie es aussieht, oder irre ich mich? Schlüssel! Picked up a key. Ich kann mir schon denken, wofür der Schlüssel ist. Das ist dann für die Garage, also die Tür. Ich nehme mal davon ab, zumindest nehme ich an, dass es die Garage war. Und hier ist auch noch eine Tür. Na, wirst du wohl aufgehen, Tür? Die Steuerung zum Türenöffnen ist ein wenig umständlich. Schwierig zu beschreiben, also... Aber umständlich halt. Parsec Productions. Ah ja, guck mal hier. Product Placement vom Feinsten und Blue Isle Studios. Und was auch das immer sein mag, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Kinderzimmer. So, da drüben waren wir schon. So, was haben wir hier? Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Can you see it? Ach du Scheibenkleister. Oh oh. Hier sind die ganzen Seiten. Und da liegt was. To the woods. Was? Habe ich das jetzt aufgenommen? Moment mal kurz. Moment mal kurz. Scrapbook. War das jetzt eine Seite, die ich aufgenommen habe? Dem scheint mir so. Can you see? Warum habe ich jetzt einen Schrei gehört? Ich weiß, dass ich irgendwo so einen Leuchtturm gesehen habe. Aber ich denke mal, genau das ist der Hinweis, dem ich folgen soll. Okay. Dem Hinweis will ich folgen. Ich werd's tun. Ich habe hier jetzt alles abgesucht. Zumindest fast alles. Wo war jetzt noch diese andere verschlossene Tür? Das war sie nicht. Das war sie. Passt der Schlüssel auch da rein? Oder können wir den überhaupt... Nein, können wir nicht. Wir haben zwei Möglichkeiten rauszugehen. Einmal hier durch die Tür und ich... Ja, ich wähle diese. Vielleicht ist ja hier auch noch ein Hinweis auf diesen... Hintergarten irgendwie. Das ist aber ein großer Hintergarten. Gehen wir doch mal auf dieses komische Türmchen hier. Beeindruckend finde ich im Übrigen. Ich nehme hier schon 18 Minuten auf, laut der Anzeige hier. Und der Akku ist immer noch. Also es ist ein... Oh, Tatsache, eine 3. Hey Kate, both my computer and phone have been acting weird. Mein Computer und mein Telefon haben irgendwie komisch sich verhalten. Lately, so I fixed the old-fashioned my again. Glad we could. Ach, Leute, wisst ihr was? Ich bin so schlecht im Übersetzen. Gebe ich offen und ehrlich zu. The doctor said there's an explain for this stuff. The shared traumatic even sounds to the most logical to me. That night out in the woods probably what caused it. I had almost completely blocked that what out, but now it's a kind of coming back to me. But like I said before, it's still really foggy. I think the best course of acting right now is just ignore it. Whenever you think you might be seeing things again, I'll try to do the same. That's probably the trick. CR. P.S. If you should call Lawrence sometime.
I bet some company would help out. So. Okay. Gut. Das war Umschlag Nummer 3. Ich denke mal, das nächste Ziel ist dieser besagte Leuchtturm. Wenn ich jetzt nur wüsste, in welcher Richtung der liegt. Noch mal kurz hier die Rutsche angucken. Auch gar nichts entgehen lassen. So, schönes Häuschen. Und da haben wir ein Tor. Vielleicht müssen wir jetzt hier raus. Auf jeden Fall. Tja, ein weiterer Weg. Und wir werden ihn beschreiten. Was? Was ist das jetzt? Loading. Offensichtlich haben wir, was gefunden, ja. Gut, das ist dann wohl die Stelle. Jetzt komme ich mir aber vor wie in der Beta. Jetzt komme ich mir absolut vor wie in der Beta. Oh ja, das ist Beta. Und das sind so die Sachen, die ich eingesammelt habe. Aber dazu mehr im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.